Friends, Friends, Friends. Wir sind Imposter. Wir sind Imposter zusammen mit dem lieben Lofty. Wir machen mal hier den Download-vortäuschenden Boss. Ja, warten wir ganz kurz. Ungefähr den Download, ungefähr so. Schmocke hier zieht weiter durch, Digga. Schade, Dicking AFK an der Stelle. Aber egal, wir sind Imposter und Digga, Jungs, wer hätte reported? Warum hast du reported, Lofty? Enrico ist reingelaufen, obwohl Dave und ich oben waren. Wer safe ist, Leute? Ja. Du hattest nur Angst, dass ich Cascade wiederbelebe und dich verrate. Zack, raus. Erster Imposter ist tschüss. Weg. Denkt dran, Leute, Stani, der Medic, rettet auch euch. Nein, wir haben Stani als Gegner. Nein! Freunde, falls ihr es nicht wisst, es gibt auch eine Medic-Rolle, Freunde. Und das bedeutet, Philipp spielt quasi gegen mich. Ja? Philipp ist der Medic, wir sind der Imposter. Alleine jetzt aktuell leider. Und, ja. Kann nicht sabotieren. Lofty sabotiert gerade alles hier random, Digga. Schade von Lofty. Gucken wir mal. Das Ding ist, reporten bringt halt auch nicht so viel. Warum ist er hier so alleine? Warum ist er hier alleine? Wir können ihn nicht einfach so killen. Warum ist er jetzt hier so? Er hat mir die Vorlage gegeben. Lofty war's. Lofty hat mir die Vorlage gegeben. Rein da. Wohin? Wohin gehen wir? Hier. Okay. Hier rein. Ah, Enrico. Moin. Na, wie geht's dir? Hi. Okay, Lights. Stani ist hier. Digga, er ist hier. Warum verfolgen ihn alle? Oh no. Warum? Okay, Lofty spielt mir sehr gut in die Karten. Ehrenmann. Okay, aber wir haben ihn jetzt abgetrennt von Philipp. Nein, haben wir doch nicht. Okay, wir verfolgen mal Philipp ein bisschen. Wir sichern ihn. Ich mach mal so Stani-mäßig, dass er mir folgen soll. Stani soll mir folgen. Stani muss mir folgen. Komm mit, Stani. Wisst ihr, was ich machen kann? Ist mir das jetzt aufgefallen. Wait a minute. Wir könnten versuchen, die Leiche mitzunehmen. Oh mein Gott. Schade, MBK. Dings, ich hatte die Leiche gerade gezogen, Bro. Ich hab die gar nicht gezogen. Nein, Ambi, hä? Nein, ich hab die nicht gezogen, die Leiche. Hä, wieso? Denn was, Army oder was? Hä, hey, warte. Warte kurz. Ich hab die Leiche gezogen. Army, willst du mir gerade sagen, dass hinter mir eine Leiche war? Ey, ich schwöre ja. Bro, ich lauf die ganze Zeit zickzack, dass du mir folgen sollst, weil unten in Storage ist eine Leiche. Ich kann nicht gekillt werden, weil D-King mit mir eingeschlossen war Storage und wir sind rechts rüber gelaufen und da war die Leiche. Hä, hey, aber ihr kommt zu mir, Stani läuft mit einer Leiche und du sagst zu mir, ich hab eine Leiche. Hey, Stani hat gar keine Leiche dabei gehabt. Hä, hey, bei mir hat die Stani. Du hattest die Leiche. Doch, ich hatte die Leiche. Hä, hey, die ganze Zeit? Ja, ich wollte die gerade wiederbeleben gehen. Hä, hey, wieso bist du in Navigation reingelaufen? Weil ich mal gucken wollte, was da abgeht. Hä? Aber das macht mich jetzt voll confused. Warum sagt Armin das? Bei mir hat ich hole jetzt Armin. Ja, hä? Also, Bruder. Armin ist safe. Bruder, warum will er mich beschuldigen? Nein, Bro, bei mir hast du die Leiche gehabt. Ich schwöre auf alles. Ey, MBK, bist du wirklich nicht der Mörder? Ich bin nicht der Mörder, Bruder. Ich war gerade Navigation. Dann ist es Dicking. Bei mir hat der MBK die Leiche gehabt. Deswegen hab ich ja reported. Wie ich ja nicht früher bei dir reported, hä? Also, es gibt doch keinen Sinn, bei dir die Leiche zu reporten. Hä? Hey, ich bin komplett confused. Ich guck, ohne Witz, bei mir hattest du die Leiche in der Hand gehabt, MBK. Also, Bro, ich war Schmocki. Ehrenbruder, ja, Schmocki. Unten, sorry, aber eine Leiche von mir. Guck mal. MBK hatte bei mir wirklich eine Leiche. War das ein Bug oder was, MBK? Keiner. Ja, muss ja. Bei mir sah es nicht so aus. Das ist ja komisch, Digga.
Das ist echt komisch. Bei mir hattest du die ganze Zeit, aber Shani, bei mir hattest du die ganze Zeit keine Leiche gehabt als bei dir. War die ganze Zeit keine. Das ist echt komisch. Ey, MBK, wie? Ey, das war. Bist du durch eine Leiche durchgelaufen vielleicht? Na, Bruder, nicht ansatzweise. Okay, ich muss Philipp in die Karten spielen. Wie machen wir das? Ich und Philipp haben natürlich die ganze Zeit gelogen. Ich hatte halt die Leiche. Oh, Stani! Warum hat Lofty hier die Tür zugemacht, Freunde? Lofty will mir in die Karten spielen, aber warum hat er hier die Tür gerade zugemacht? Ich weiß nicht, wie wir die Leichen in den Vent reinziehen können, Friends. Und raus. La 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 ja 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 ja. Okay, wo ist Stani? Komm mal, ich safe Stani jetzt. Warte. Hey, komm mit. Komm mit. Er soll mitkommen. Komm mit. Checken die es nicht? Komm mit. Ja. Nein, Philipp hier. Komm mit. Er soll mitkommen. Mitkommen. Ach Leute, ich habe keinen Bock mehr auf das Spielchen. Ich wollte nur mal gucken, wie Amir rumlügt. Nee, Spaß, ich werde doch mal kurz MBK, warum machst du keine Aufgaben hören? Ich hab dich angewiggelt. Warum, warum? Weil links React eine Leiche war. Und ich habe gerade so Wiggle gemacht. Aha. MBK, du bist ein schmutziger Lügner. Ich wollte nur mal gucken, wie du lügst. Und Amir hat recht gehabt, Leute. MBK hat eine Leiche hinter sich gezogen. Ich wollte einfach nur gucken, wie menschlich eklig Leute sein können. Und MBK ist für mich ab sofort der größte Abschaum, den ich kenne. Der hat raus. Mit so einem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Hey, raus mit dem Mann. Also. Jungs, was spielt für dich? Du mich rausgeredet hast, das ist. War schön, oder? Sag mal schön, oder? Ja. Schäm mich vor dir, Mutz, Digga. Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich finde aber schade, dass Philipp euch angelogen hat. Also, ne? Ja, ich wollte nur mal testen, Menschlichkeit, wie die Menschlichkeit ist. Was passiert, wenn mich alle gewotet hätten, Schon? Nein, ich hätte eingegriffen vorher. Ich hab dich auch nicht gewotet, Ami, also. Ja, dass du mich nicht gewotet hast. Freunde, ich würde sagen, Hammerrunde, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Freunde. Checkt die anderen Jungs auf, haut rein, Peace.